Immer wieder hört man von Menschen, die auf Trickbetrüger reingefallen sind, die sie mit einem Schockanruf überraschen. Und am Ende sind die Leute bereit, diesen Menschen wahnsinnig viel Geld zu geben. Heute sind wir zusammen mit Kriminalhauptkommissar Michael Schröer von der Opferprävention. Der erzählt uns ein bisschen darüber, was sind eigentlich Schockanrufe und wie funktionieren die? Genau, der Schockanruf ist quasi die Erweiterung des Enkeltricks bzw. des falschen Polizeibeamten am Telefon. Der ist sehr bekannt geworden in der letzten Zeit und die Leute haben auch ein kleines Gespür dafür bekommen. Deswegen haben sich die Betrüger auf diese neue Masche, so neu ist sie nicht mehr, aber versteift und das wird immer mehr. Bei dem Schockanruf geht es darum, der Geschädigte wird angerufen oder die Geschädigte wird angerufen und es wird eine Geschichte erzählt. Man ist von der Polizei oder Staatsanwaltschaft oder auch Krankenhaus. Man gibt sich als Arzt aus und gibt an, dass die Tochter einen Unfall hatte. Bei dem Unfall ist eine Frau zu Tode gekommen, die auch noch schwanger war und man steht in dem Moment unter Schock. In diesem Fall wird das Telefonat dann weitergegeben an die vermeintliche Unfallverursacherin, also an die Tochter des Angerufenen. Und man hört in diesem Fall nur ein lautes Weinen, ein Schluchzen, die Tochter kann nicht mehr sprechen. Und dann wird das Telefon direkt wieder an den Anrufer gegeben, also an den Polizeibeamten oder den Arzt, wie auch immer. Und der sagt dann, ja, hören Sie ja, Ihre Tochter ist völlig aufgelöst, die kann gerade nicht sprechen, wir wissen selber noch nicht genau, die ist psychisch auch sehr, sehr labil, wahrscheinlich muss die auch noch in die Behandlung. Sie können sie auf jeden Fall freikaufen, sie ist erstmal festgenommen und dafür benötigen wir 54.000 Euro. Der erste Schock war, meine Tochter hat einen Unfall gehabt, sie hat eine Frau totgefahren, die Frau war schwanger und meine Tochter geht es nicht gut. Schock. Man kann nicht mehr rational denken und jetzt kommt das Geld ins Spiel. Ich kann ihr aber helfen. Da ist der Schock da und der Moment, wo man sagt, ich kann meiner Tochter helfen und welcher Elternteil wird es nicht machen, seiner Tochter helfen. Das geht dann weiter. Meistens haben die Leute natürlich nicht 54.000 Euro zu Hause liegen, sondern man einigt sich dann. Ja, wir können auch 20.000 Euro nehmen und vielleicht haben Sie ja noch Schmuck oder Gold, Wertgegenstände zu Hause. Das würden wir umrechnen, sodass wir auf diese 54.000 Euro kommen. In dem Moment ist man immer noch geschockt, aber man ist auch beruhigt, weil die Tochter kann man auslösen, indem man Geld bzw. Wertgegenstände übergibt oder überweist, wie auch immer. Das hört sich jetzt in diesem kleinen Moment so kurz an. Diese Gespräche dauern aber über mehrere Stunden. Das können 6, 7 Stunden sein oder noch länger. Sobald die Betrüger die Leute dazu bekommen haben, diese Geschichte abzunehmen, rufen sie meistens auch noch auf dem Handy an. Also sie fragen nach der Handynummer des Geschädigten, damit das auch noch blockiert ist. Hat verschiedene Gründe. Einmal, dass der Geschädigte, also der Angerufene, nicht mit dem Handy die echte Tochter anrufen kann. Und zweitens, dass von da aus nicht die Polizei angerufen werden kann. Das heißt, der Geschädigte, der Angerufene, hat das Festnetz am Ohr und das Telefon, das Handy auch noch an, sodass der völlig raus ist und sich nicht mehr erkundigen kann. Der Schock kommt dazu, man kann nicht mehr klar denken, habe ich gerade schon gesagt. Und irgendwann kommt es dann dazu, dass man bereit ist, einen Kompromiss anzugehen. Es ist ausgehandelt worden, wir nehmen jetzt 20.000 Euro und den Goldschmuck, den Sie gerade noch gefunden haben. Das Telefon läuft die ganze Zeit. Man vereinbart einen Übergabepunkt. Wir hatten schon Fälle, da wurde das tatsächlich an der Staatsanwaltschaft gemacht oder am Rathaus, wo die Leute hingeschickt wurden. Man kommt dann am Rathaus bzw. Staatsanwaltschaft an und stellt fest, Mist, ist ja schon nach 4, da ist gar keiner mehr. Das wissen die Betrüger natürlich. Und ja, wir schicken einen raus. Das Telefon läuft immer noch. Der Geschädigte ist jetzt am Rathaus und wartet. Und dann kommt eine Frau so und so an und gibt sich aus als Mitarbeiterin von der Staatsanwaltschaft. Wir hatten ja gerade telefoniert, mit dem Herrn Müller haben sie gerade telefoniert, ich soll das Geld jetzt in Empfang nehmen. Und dann wird das aus dem Auto rausgereicht oder wird so übergeben. Also wir hatten schon Fälle, wo 40.000 Euro plus Wertgegenstände übergeben wurden. Man sucht nach älteren Vornamen speziell, Ursula, Mechthild, Bernadette, obwohl Bernadette ist schon wieder hip, ne? Aber man sucht nach älteren deutschen Namen, die darauf schließen lassen könnten, dass es sich da um Senioren handelt. Gerade bei diesen Schockanrufen ist es so, dass da auch nicht die klassische Oma oder Opa das Opfer ist, sondern es gibt auch, ich sag mal, wenn man so sagen darf, mit 50-Jährige, die auf solche Maschen reinfallen. Und die stehen mitten im Leben und sind nicht krank oder dement. Also wenn Sie solche Anrufe bekommen, wo Sie unter Druck gesetzt werden von einer Telefonnummer, die Sie nicht kennen, erstmal sehr, sehr hellhörig werden, hinterfragen, wer ist da und im äußersten Fall auflegen. Das raten wir immer, legen Sie auf und rufen Sie bei der Ihnen bekannten Nummer
zum Beispiel von der Tochter an. Also Auflegen ist immer wichtig und vielleicht sollte man sich darüber nach Gedanken machen, ob man sich vielleicht mal aus dem Telefonbuch den Telefonbuchantrag löschen sollte. Weil da steht teilweise noch alles drin. Da steht der Vorname drin, der Nachname, die Straße, Hausnummer und die Adresse, also mit Wohnort. Und anhand dieser Daten können Betrüger schon viel Schindluder treiben. Wir machen viele Beratungen, viele Präventionsberatungen und wir sagen den Menschen, die dort hinkommen, zu mir, wenn ich zum Beispiel so einen Vortrag halte, es bringt nichts, wenn ich jetzt hier die Senioren ab 80 sitzen habe, die ein Stück Kuchen und einen Kaffee dazu essen und schön unterhalten werden. Im Vorfeld bitte ich auch schon darum, die Angehörigen mit zu diesem Vortrag einzuladen, seitens des Anfragenden. Und man muss darüber sprechen mit den älteren Herrschaften, mit seinen Eltern oder mit seinen Großeltern, dass es diese Masche gibt. Nur wir als Polizei kommen da nicht weiter. Da müssen wir wirklich alle zusammenhalten. Vielen Dank, Herr Schröer, für die ausführliche Information. Wenn es jetzt Einrichtungen gibt, die sagen, wir wollen unsere Besucher informieren, wir möchten mal so einen Vortrag machen, wie könnte man sie einladen, damit sie so einen Vortrag halten? Genau, wenden Sie sich an uns, an die Kriminalopferschutzstelle, das BKA Wuppertal. Entweder mache ich es selber oder ich schicke da unsere Senioren-Sicherheitsberater hin. Das sind Ehrenamtler, die durch uns ausgebildet wurden und wir halten diese Vorträge natürlich kostenlos.